Hallo, mein Name ist Franz Grafenhorst, bin der Parmigiani Spirit Award Winner von 2014. Rudern ist ein wichtiger Teil meines Lebens, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Es macht süchtig, gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, im Team das Ziel vielleicht sogar zu erreichen. Leider vergessen wir dabei oft, dass das eigentlich ein großes Glück ist, dass viele Sachen dazugehören, wie sauberes Wasser, die entsprechende Infrastruktur, wir müssen gesund sein. An anderen Orten dieser Welt ist das leider nicht so gegeben. Zum Beispiel in Sambia gibt es viele Interessensgruppen, die um das saubere Wasser kämpfen. Am Kafue River zum Beispiel gibt es dann die Bergbauindustrie, dann Stromproduktion, viel Landwirtschaft. Am Ende dieses Flusses leben dann noch Menschen und Tiere, die eben auf das saubere Wasser angewiesen sind. Das führt oftmals zu Problemen, zu Interessenskonflikten. Dieses Problem zu lösen, hat sich jetzt der WWF und der Weltruderverband auf die Fahnen geschrieben. Wir haben seit 2011 eine Zusammenarbeit gestartet, eben um sauberes Wasser zu promoten und zu schützen. Jetzt konkret in Sambia ist ein Projekt geplant, ein Wasserzentrum einzurichten für Interessensgruppen, Politiker, Wissenschaftler, die eingeladen werden, um eben diese Ressource gemeinsam zu schützen, gemeinsame Ziele zu finden für die gemeinsamen Probleme, wie im Rudern sozusagen, im Team auf das Ziel hinzuarbeiten. Nicht zuletzt soll es auch die Möglichkeit geben, für die lokale Bevölkerung dort, für die Schüler Rudern anzubieten, dass auch die nächste Generation sofort merkt, wie wichtig das Wasser eigentlich ist und das dann auch zu schützen lernt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Video teilen könnt, weitere Informationen anschauen könnt auf dem Link, zum Beispiel am Ende des Videos oder auf worldrowing.com. Ansonsten wünsche ich euch noch frohe Ausfahrten. Ich hoffe, man sieht sich auf einen Regatten noch. Bis dahin schon mal frohes Training. Danke euch.